Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost 1.0. So. Ich war mal so frei und habe schnell was gekauft. Das hatte ich schon, das hatte ich auch schon. Hier den Systemschock und die Schutzschilddrohne. Was noch genau? Das ist das Ding. So, und zwischendrin habe ich noch ein HP-Paket gefunden. Und ich habe mich auch schon mal nach oben teleportiert. Hier. Wo man die goldene Karte braucht. Ich probiere es erstmal hier. Es gibt ja zwei Wege zur Auswahl. Klopp, klopp. Und mal gucken, wo ich hier hinkomme. Ist immer noch blau, okay. Meine Güte. Das waren aber viele Energiepakete, die haben gar nicht hingepasst. Bisschen schade. Ja, jetzt kommt noch einer. So, oh, ein Alarm, Stufe 9. Interessant. Oh, da ist auch noch was. Uiuiui. Hab ich sogar getroffen. Ah. Zum Glück im Aufzug. Jetzt habe ich ein Schild und eine extra Drohne. So eine coole. Nicht nur so ein blauer Fleck. Na, Mama, hin, Hacker. Ich habe auch festgestellt, ich habe noch einen Skillpunkt offen und ich kann mich nicht entscheiden, wo ich den verwende. Ja, Stufe 9 geht's wohl nicht. Oder hat Hacker jetzt auf. Oder Jacker? Ach, Jacker. Auf jeden Fall die Hacking-Skills. Nein, da ist wieder was. Warum denn das? Ich bin neugierig. Und das nehme ich auch noch mit. Sehr gern sogar. Ups. Seelen sammeln. Kleine Glitzerpunkte. Alle für mich. Langweilige Energiewürfe und das Ding ist jetzt auch da. Nicht, dass ich es bräuchte. Oh Gott! Das
wird ja ein schrecklicher Alarm hier. Let the bot bite begin. Schnell. Gut. Ja. Langweilig. Ah, ich hab Schaden bekommen. Na egal. Ach, geht doch nach oben. Kann ja mal kurz ein bisschen rumschweben. Ah, geht doch. Ich glaube, die sammle ich mal so ein. Muss ich mich nicht um den Laser kümmern. Hoffentlich gibt es hier auch noch einen Händler. Hm, erstmal ein Drucker. Oh, nichts drin. Und wenn das so weitergeht, komme ich dann einfach wieder hier raus. Erstmal drucken. Und scannen, und scannen und drucken. Na gut. Ich will nur gleich mal gucken. Nee, das zum Glück nicht. Jetzt kann ich da oben. Ja, ich glaube, ich habe vieles richtig gemacht. Ich muss nur ja schnell mal kurz. Oh, die kann man kaputt machen. Das ist mal was Neues. Ah.
War nur so langweiliges Zeug. Okay, jetzt kann ich. Ja, jetzt muss ich da hin. Ich kann nicht, ich muss. Vielleicht kann ich ja den Drucker nehmen. Wahrscheinlich ja doch die richtige Reihenfolge gewählt zu haben. Einfach so. Ich habe nicht vorher nachgeguckt. Weiter, weiter, weiter. Alles explodiert. Herrlich. So. Wieder ein Fragezeichen weniger auf der Karte. Und wieder nur Energiewürfelchen. Oh Gott, noch ein Alarm. Ah, endlich getroffen. Ist ein bisschen fies. Hey, geschafft. Hab zum Glück so nicht so viel Schaden genommen. Ach, ernsthaft. Kann er die nicht einfach da unten hinpacken? Stimmt, ich muss auch noch meine Belohnung abholen. So. Schauen, was haben sie denn hier gebaut? Eine Menge Explosionszeug. Hui. Alles liegt in die Luft. Ah. Seelen sammeln. Hui. Bestimmt wieder Geld. Was man eigentlich gar nicht braucht, weil man es irgendwann super einfach farmen kann. Ah, 10.000 Energie.
Für 5000 gab es auch neue Dings aus. Achievement, also Auszeichnung, ja. Okay. Oh nein. Nach dem Alarm. Entschuldigung. Das ist auch eine 20% Chance, dass der Alarm nicht ausgelöst wird. Ich habe noch nichts davon gemerkt. Vielleicht habe ich das auch nie benutzt. Oh. Nicht zu nah rangehen. Das macht Aua. Wie viel denn noch? Geht doch. Heilung! Ich muss mal kurz gucken. Ja, 20% Chance, dass der Alarm sofort weg ist. Okay, das habe ich schon einmal gesehen. Oh, das andere noch nicht. Geht's nach rechts? Ich wollte eigentlich da weiter. Na gut. Okay, einfach nur durch. Das schaffe ich. Ach, ich gehe jetzt nicht auf Seelensuche. Grüße. Wieder ein Alarm. Ne, ist eine Tür. Ich habe eigentlich schon mal Lust, den zu benutzen. Ich mache erstmal das hier. Houston, I found some scientist robots. Looks like they're powered down. Good job, Ghost. Thanks, Boogan. Where's Jacker? His mother just called. Let's see the call registry for that date. Too much. Yes, let's filter moms. Not enough. He's talking to her. Well, trying not to lose his temper. She's been inconsolable ever since she broke her knee last week. Mom's with broken knees on that date. I hear you now. Yes, Gilder? Boss, how about one transmission? Between Jacker and Eva 13, who are encrypted with a non-deterministic quantum algorithm. Impossible to unencrypt. All but one? Yes, boss. There is one voice communication done by someone else, Nick Bowen. Oh. Looks like he forgot to encrypt the communication.
I managed to find out that Jacko's mother, one Helen Dawson, is in the Ypsilon Hospital for a broken knee, room 314. Excellent job, Coulter. That will be enough. Thanks, boss. Now, Jacko, let's see how much you love your mother. Also was ich so gehört habe, ist die Liebe nicht sehr groß. Oh, speichern. Kann ich mir ja dann doch um den Alarm Ruhe kümmern irgendwann mal. Ah, ich hätte gern mal einen Händler. Warum gibt es hier keine Händler? Ich fliege mal ein bisschen rum. Wahrscheinlich läuft jetzt nirgendwo auf. Wie immer. Sag ich doch. Gibt's hier überhaupt Serien? Ja. Noch ein Alarm. Von innen verschlossen. Schade. Na gut. Bin ich ja fast da, wo ich eben war. So, der nächste bitte. Sehen so monströs aus, aber irgendwie könnt ihr auch nichts. Oh, ich wurde getroffen. Au, 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 au. Naja, nicht schlimm. Oh nein, ich habe eins verpasst. Oh, noch mehr Geschichte. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Jesus! What's up, man? The hospital sent me a message. My mother woke up with a huge infection in her knee. And she's looking really bad. She might even die. Oh, no. I'm sorry to hear that. I have to go see her. She's the only family I have left. Ghost, we're postponing the operation. Find a safe place to hide and shut down until I get back. Shut down? I'm not a computer, Jacker. Sure you're not. Jacker out. Nanu? Houston, shutting down. See you soon, boys. Und jetzt? Houston? Houston, are you there? Ghost, thank God you called. Boogan? What's up? Where's Jacker? Look, Jacker went to visit his mother who had a huge infection, and he hasn't returned yet. I tried calling him, but I'm not getting a response. I even called the hospital. They told me his mother is fine. And the weirdest part, she never had any infection. I don't know what to do. Someone managed to lure Jacker out of here and probably did something to him. What if he's dead? Victor. What? Victor told me I'm to stop working for you. I was just calling to say goodbye. That's one too many coincidences. But what can I do? I'm just a tech. If Victor is the one responsible,
I have a good guess where Jacker might be kept. Can you drive? Yeah. Why? Get ready. You and I are going on a rescue mission. Wie, was, hä? Aber ich war doch immer auf der Raumstation. What is this place? That travel agency over there is a cover. It hosts an underground facility that belongs to one of Victor's men in the city. Jacker's probably being kept here. There aren't many other places nearby that are as well hidden or well defended. Is your plan to fly in there with your ghost form? If so, why did you bring a Naka body? This place is off limits to agents like me. The entire facility has a ghost-proof shield. I can't stay longer than a second as a ghost, or else I'll get detected and shoved out of the building. Then what are we gonna do? We don't have Jacker to hack anything. Easy. You run past the guards, knock out everyone inside with your super strength, find Jacker, carry him outside, and go home. Relax, I'm joking. You didn't have to get that scared. Totally thought you were here. You stay out here. I'll find Jacker and break him out. The plan is to enter hidden in this Naka. I'll move between bodies to search the interior. I thought you said you couldn't use your ghost form. As long as it's for less than a second at a time, I should be fine. Let's get dangerous. So, ghost, before you go, you should maybe try, I don't mean to rush you, Boogan, but we can't be wasting time. Okay, just while in the Naka, try to behave like a Naka. What? You have to walk slowly, with grace, you know, like a lady. So you're saying my walk is ugly? No. I'm just saying, just try not to run or jump or roll like you normally do. It would be suspicious. Oh Gott. Noch mehr Einschränkung. Is he serious? Walk like a lady? Ghost Boogan here. You know, I've always noticed how weird your walk is. Can you fix that? Sure thing, Boogan. Meanwhile, maybe you should try fixing this. Oh, ich fand auch das 2-1 Risiko wunderschön. Did you kick my car? Sorry. I slipped. Listen, thanks for helping me with this. This means a lot to me. You're welcome. And there's something you should know. Something really important. Oh, good. More stuff about my walk? What? No. It's something Jacker and I discovered. Something you really need to know. Tell me about it later. We have a teammate to save. Oh man, keine Fähigkeiten. Please, Wade. I'll attend to you in a moment. Please, Wade. I'll attend to you in a moment. Please, Wade. I'll attend to you in a moment. Please, Wade. I'll attend to you in a moment. Passiert hier mal was? Please, Wade. I'll attend to you in a moment. Ja, ich warte doch. Please, Wade. I'll attend to you in a moment. Ich halt wieder. Gibt's hier noch einen Seiteneingang oder irgendwas? Ich find's auch nicht schön, dass ich jetzt nicht speichern konnte und dann sowas passiert hier. Please, Wade. I'll attend to you in a moment. Wenn ich mich wenigstens mal so hinsetzen könnte oder so. Please, Wade. I'll attend to you in a moment. Ach so. Das geht ja. Wenn auch nur kurz. Please, Wade. I'll attend to you in a moment. Please, Wade. Ja, ja. In a moment.
So, du kannst ja bestimmt die Tür aufmachen. Ja, kann er. Hey, Jules. We work 24 hours a day. No break. No holidays. No nothing. I hate my life. You can't hate your life because you are not alive. We are robots, Mortimer. We were programmed. How could you say that, Jules? I'm a person. I have a heart. I have dreams. I'm human. A human? What the hell are you saying? Mortimer, you are a droid! I don't believe this. After all that I've done for you, I can't believe you were the best man at my wedding. I refuse to talk to you. Interessant. Ach, der kann ich angreifen. What are you doing? If the guard finds out you're not working, he will destroy you. Immerhin mal eine Waffe. Auch wenn ich 20 Leben habe, oh Gott. What are you doing here? What does it look like? I'm patrolling the zone. You must be destroyed. What? I'm a guard, like you. We are partners. We are programmed to destroy anyone with lower rank. You are rank 1, I am rank 2. You are lower rank. You must be destroyed. What if I destroy you first? You cannot. No? Why not? We are programmed to respect anyone with equal or higher rank. You are rank 1. I am rank 2. I am higher rank. You must not shoot me. Bad news, pal. There's a bug in my code. Ich wollte eigentlich den hier haben. Jetzt bin ich Stufe 2. Und die sind auch Stufe 2. Oh, verdammt. Ich bin nicht nah genug rangekommen. Hab dich. Hit. Ich bin zu langsam als Geist. Eine Sekunde ist schon heftig. Als wenn hier überall solche Arbeiter rumstehen. Am Ende. Noch nur 3. Mit Springen hat das funktioniert. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Sieht lustig aus. Oh, was gibt's denn da? Ein Gesprächsfetzen? Den will ich haben.
Bing, bing, beep, beep. What's up, Coder? Victor, we can't contact Eva 13. What? Damn. Victor, what's up, mate? Is everything okay? Is the ghost-proof shield on? The shield is up. Security is looking good. And our little prisoner is well hidden in my facility, as you requested. Nakamura's agents are on their way to pick him up. I want you to enable all of your internal defenses until they arrive. Switch on the internal defenses? Isn't that overdoing it? There's no one nearby. It's all peace and quiet over here. One of our ghost agents could be attempting to sniff around. Victor, we have the ghost-proof shield on. If any ghost sticks its nose where it doesn't belong, I would know. And they'd be rejected by the shield. Don't underestimate them. With Jacker involved, you can expect the unexpected. Uh-oh. Oh, er ist explodiert. Warum denn das? Ich hoffe einfach mal, dass ich das jetzt als Zwischenspeicher nutzen kann. Und ich glaube, ich werde hier mal eine kurze Pause einfügen. Scheint mir irgendwie ganz schlau. Also, bis gleich!